Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Kräutertee und zwar um die Nummer 1 von allen Arzneitees. Das ist der Kamillentee, den Sie sicherlich auch schon kennen und der wahrscheinlich auch bei Ihnen zu Hause im Küchenregal steht. Über den Kamillentee gibt es viel zu erzählen, nämlich zuerst einmal über die Kamille selber. Verwendet wird arzneilich die echte Kamille. Die echte Kamille hat in ihrem Blütenboden und verwendet werden die Blüten ein ganz besonderes Merkmal. Das ist der hohle Blütenboden. Das kann man natürlich nicht bei jedem Tee überprüfen. Es ist aber wichtig, weil viele Kamillenpräparate verfälscht werden mit einer anderen Kamillenart, der Hundskamille, die ganz ähnlich riecht, aber einen gefüllten Blütenboden hat. Und diese Hundskamille wiederum, die löst Allergien aus. Wenn Sie also auf der sicheren Seite sein wollen, was die richtige Kamillenart angeht, dann gehen Sie gerade bei der Kamille in die Apotheke. Da wird das nämlich überprüft. Und es gibt auch noch einen zweiten Grund, weshalb man gerade Kamillentee in der Apotheke kaufen sollte. Die Kamille enthält wie viele andere Heilpflanzen ätherische Öle und die verflüchtigen sich. Wenn wir einen Kamillentee im Supermarkt kaufen, in Papierbeuteln und dieser Kamillentee, was oft passiert, sage ich mal, in kleinen, kleinen Teilchen in dem Beutel ist, dann ist im Grunde die Wirkung fast schon aufgelöst. Und wir probieren das jetzt mal aus. Ich habe hier einen Teebeutel und schauen wir mal, was da für Teile drin sind. Und Sie werden merken, es sind ganz viele kleine Teile. Und wahrscheinlich, richtig nach Kamillenblüten, sieht das jetzt auch nicht aus, noch mit ein bisschen was anderem drin. Also greifen Sie da in die Tasche, kaufen Sie in der Apotheke Kamillentee entweder lose oder in einzeln verschweißten Beuteln. Wogegen kann man jetzt Kamillentee einsetzen? Das ist ganz vielseitig. Die Kamille hat ihren guten Ruf, weil sie drei, noch mehr, aber vor allen Dingen drei wichtige Wirkstoffgruppen hat. Einmal ätherische Öle, dann Schleime und dann Flavonoide. Das sind gelbe Farbstoffe. Und wenn Sie diesen Tee angucken, dann sehen Sie die Flavonoide. Flavonoide sind besonders gut für die ganz kleinen Blutgefäße, die Kapillaren. Schleime legen eine Schutzschicht auf Schleimhäute. Ätherische Öle wirken entzündungsmindernd und antibakteriell im Fall der Kamille. Dieser Tee hier ist mit einer Dosierung von einem gestrichenen Teelöffel für eine Tasse von 150 Millilitern etwa. Sie können aber bei der Dosierung durchaus ein bisschen auf den eigenen Geschmack achten. Sie können es etwas kürzer ziehen lassen, auch hier etwas langsamer anfangen. Ich würde davon abraten, Kamillentee jeden Abend zum Abendessen zu trinken, sondern sparen Sie sich das auf für Kuren oder für arzneiliche Anwendungen. Und wann macht man das jetzt? Wahrscheinlich kennen Sie Kamillentee bei Magenschmerzen. Das ist auch gut so, denn es wirkt entkrampfend, beruhigend und entzündungsmindernd. Bei einer Magenschleimhautentzündung gibt es die sogenannte Rollkur. Das ist eine ganz bestimmte Art der Einnahme von dem Tee. Sie brühen sich morgens eine Tasse Tee auf, legen sich noch mal ins Bett mit dieser Tasse Tee, die ich sag mal 5 bis 10 Minuten gezogen hat, und dann trinken Sie immer ein Viertel der Tasse und legen sich auf unterschiedliche Körperseiten. Sie fangen rechts an, Vierteltasse Tee, 5 Minuten warten. Dann wird die rechte Seite vom Magen benetzt mit dem Kamillentee. Dann das gleiche nochmal auf dem Rücken, Vierteltasse Tee trinken, 5 Minuten auf dem Rücken liegen, Vierteltasse Tee, 5 Minuten auf dem Bauch liegen und zum Schluss, weil da der Magenausgang ist, auf der linken Seite. Und so haben Sie Ihren ganzen Magen ausgekleidet mit der Kamille. Es gibt darüber hinaus aber noch andere Anwendungsmöglichkeiten für Kamillentee. Und das ist zum Beispiel etwas, was man kaum kennt, nämlich Schlafstörungen. Die Kamille ist eine beruhigende Pflanze, die auch bei Senioren und auch im hohen Alter gut eingesetzt werden kann, ob in einem Schlafkissen oder als Schlaftee. Und natürlich gegen Husten, bei Husten, weil die Schleime beruhigen. Und bei Husten, und das ist eine allgemeine Regel, auch für alle anderen Tees, Hustentees können immer mit Honig gesüßt werden. Bei Magen-Darm-Tees würden Sie das nicht machen, denn wir wollen oft den bitteren Geschmack, um die Magensäfte anzuregen.
Beim Hustentee aber ist ein ordentlicher Löffel Honig mit im Tee genau das Richtige, weil auch der Honig nochmal einen Schutzfilm über die entzündete Schleimhaut legt. Kamillen kann man auch anders einsetzen. Man kann sie auch äußerlich einsetzen. Und sicherlich kennen Sie alle die Anwendung, bei Husten und Erkältung zu inhalieren. Das ist gut so, weil die ätherischen Öle aufgenommen sind, wasserdampflöslich, also mit kochendem Wasser übergießen. Immer gut aufpassen, bei kleinen Kindern immer dabei bleiben, sehr vorsichtig sein. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie, wie Sie das machen können, ohne sich eine Erkältung wieder einzufangen. Normalerweise machen wir ja ein Kopfdampfbad so. Das muss aber gar nicht sein. Wenn Sie inhalieren wollen, ohne die Haare nass zu machen, dann legen Sie einfach die Hände am Handtuch um das Gesicht. Das heißt, das Handtuch umschließt das Gesicht, die Haare werden aber nicht nass. Und das ist noch eine viel günstigere Methode, damit man eben nicht komplett auch die Haare dem Wasserdampf aussetzt. Ich habe aber noch was für Sie und das kennen Sie möglicherweise nicht. Das ist das Kamillensäckchen bei Ohrenschmerzen. Das ist für alle Kinder gut, die keine Zwiebelwickel mögen am Ohr und auch einen etwas milderen Reiz. Man kann also Kamillen auch am Ohr einsetzen in Form von einer kleinen Auflage, einem Päckchen. Und da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal in einem Papierteefilter, da werden also Kamillen eingefüllt, dann wird das zugebunden. Das kann man auch so ein bisschen hübscher machen, damit die Kinder das auch machen. Oder Sie gucken mal Ihre alten Socken durch, ob es da noch einen einzelnen Socken gibt. Und der wird auch mit Kamillen gefüllt, wie Sie hier sehen. Natürlich wird dann hinterher der Socke auch mit entsorgt. Das muss man schon wissen, weil sonst ist es wirklich zu viel Friemelei. Der wird dann auch zugebunden und dieser Wickel wird nun leicht erwärmt. Die wirken dann etwas besser, die ätherischen Öle setzen sich etwas besser frei. Aber bitte bei allem am Kopf ganz vorsichtig, nicht zu warm. Das könnten Sie machen auf der Heizung zwischen zwei Wärmflaschen, aber bitte achten Sie wirklich darauf, dass er nicht zu warm ist. Dann kommt das ans Ohr. Kamillenblüten drücken jetzt lange nicht so, wie Zwiebelstückchen das können. Aber auch beim Kind würde man sagen, wir nehmen ein Stück Watte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, damit es einfach nicht drückt. Das kommt hier hin, dann mit einem Stirnband fixieren. Ich mache das jetzt mal für Sie. So. Und dann braucht man natürlich immer gekoppelt mit dem, machen wir mal andersrum, gekoppelt mit dem Kamillensäckchen noch eine ganz besondere Geschichte, die es nur gibt, wenn das Kamillensäckchen aufgelegt wird. In diesem Sinne, werden Sie aktiv, probieren Sie es mal aus und viel Spaß dabei.